Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Firma JP Performance GmbH. Wir sind ansässig in Dortmund in der Kölner Straße und wir mögen Autos. Ja, das ist richtig. Nobby ist an der Kamera. Ja, hallo. Wie geht's Ihnen, Nobby? Fantastisch heute bei dem Wetter. Super. Ja, es scheint die Sonne, aber es ist freaking fucking cold. Es ist nämlich 0 Grad, aber das tut uns überhaupt keine Abruhe, ne? Ach, überhaupt nicht. Obwohl das Auto, was wir heute, wir kriegen ein neues Auto. Es ist nicht unser Auto, es ist eine Leihgabe. Mhm. Die Firma hat sich gedacht, wir wollen, dass du das Auto umbaust, so wie der Toyota, umbaust und gucken, wie du das so findest und ein paar Videos drüber machst. Und da habe ich mir gedacht, komm, da lasse ich mich nicht lumpen, weil dieses Auto, und jetzt weiß ich, hate in 3, 2, 1, ist ein Auto, was mir positiv aufgefallen ist bei einem Besuch bei denen und ich finde es wirklich schön. Ich weiß, dass es eine Marke ist, wo manchmal die Leute ein bisschen ipsig reagieren, aber das Auto ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Und dieses Auto sollte mathematisch gesehen gleich auf den Hof rollen. Ja. Jetzt habe ich verpennt. Ja, direkt hier im dicken Marder. Schönen guten Tag, der Herr. Hallo, hallo. Alles gut? Ja. Die Farbe sieht echt noch mal viel kräftiger aus. Ja. Kommt sie raus? Sehr gerne. Wir haben hier einen Opel Mokka E. Hi. 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 Moin. Wir haben über dieses Auto schon sehr oft gesprochen. Sehr oft. Obwohl über das ja eigentlich nicht. Ursprünglich war es ja ein anderes. Ohne Kamera. Ohne Kamera, ja. Ohne Kamera, ja. Wo wir das Drittvideo gemacht haben, dieses. Genau, wo wir sehr viel Spaß hatten. Unser Fahrzeug, womit wir durch die Gegend gefahren sind, hi, war dieses Auto. Und dann habe ich gesagt, wo ich drin saß, das war noch ein abgeklebter. Genau, der war Prototyp, da habe ich noch gesagt, ja. Was ist denn damit? Das ist ja eigentlich ganz geil. Eigentlich schon, gell? Ja, eigentlich nicht, sogar nicht nur eigentlich. Nein, absolut. Also das ist ein Riesenschritt für uns als Marke. Ich glaube, wir haben hier echt viel umgesetzt, wenn du dir so das Auto mal anguckst, ist schon ziemlich scharf geworden alles. Also wenn du dir die Studie anschaust, über die wir auch schon gesprochen haben, sehr nah. Da haben wir schon echt viel rübergebracht. Ich glaube, es gibt wenige Autos, die so nah an der Studie sind. Das stimmt. Und dann so auf die Straße kamen, ja. Also sind wir sehr stolz drauf, ganz ehrlich. Ja. Ich muss sogar, mir fällt direkt, ich bin ja mal so ein bisschen frech im Moment unterwegs. Hab ich mitbekommen. Es ist die schönere Kofferraumlösung als ein Auto aus Wolfsburg, gerade den ähnlichen Style als Kofferraumdeckel macht. Weil ja momentan das sehr stark im Trend ist, dass die Rückwände sehr steil stehen. Und ich finde, das ist schon eine sehr schicke Lösung. Absolut. Ich meine, es geht immer um Kompromisse, ne? Auch da haben wir echt lange drüber diskutiert. Ja. Aber ich denke auch, die Lösung ist ganz cool geworden, ne? So, das Auto bauen wir jetzt um ein bisschen. Ihr könnt machen, was ihr wollt, wie immer, wie beim Speedster. Aber mit dem Chrom, das lasst ihr euch nicht ausreden, ne? Doch. Ganz ehrlich, du erinnerst dich, du hast das Auto mal gesehen, ähnlich wie der. Ja. Und bevor du da warst, habe ich damals gesagt, wie wäre das, wenn das alles schwarz wäre? Ja. Und alle so, ah, ich weiß nicht. Und du hast das dann gesagt und dann hat mich jemand angerufen und hat gesagt, hey, Moritz, der JP hat das Gleiche gesagt. Wir haben es jetzt gebracht. Also nicht in deinem Auto, aber kommt jetzt, ne? Wir kriegen alles in schwarz. Als Option. Als Option, genau. Klar, es ist ein Aufwand für die Industrie und ein Aufwand, das umzusetzen und sowas. Aber es ist ja mal ein Schritt nach vorne. Absolut. Option. Also diese Leiste hier, die muss farblich spielen. Und da habe ich auch schon eine Idee. Ich habe schon eine Idee. Okay. Ist aber ja eine Cremo-Idee, weil das Auto ist ja grün. Ihr könnt euch vorstellen, was passieren wird. Ne? Weil grün bin ich immer so ein bisschen besonders. Genau, und Logos und so wird es dann auch in schwarz geben. Also wir haben wirklich Vollgas gegeben. Gibt dann mehr oder weniger alles in schwarz. Die Skidblätter unten. Da ja. Ja, die finde ich ganz gut, wenn die Farbe abgesetzt ist. Das war auch die Kritik, ne? Ist es dann zu viel schwarz? Ja, unten? Ja, glaube schon. Manche sagen ja, ich sage nein, für mich ist cool. Wir werden es umsetzen. Man kann, genau. Jeder hat ja auch seinen eigenen Geschmack und das war wichtig bei dem Auto. Wir wollen verschiedene Geschmäcker eben damit stillen und ich glaube, das ist ganz cool. Das Chrom ist cool, das Schwarz ist auch cool. Du fährst eh nicht zwei. Such dir den aus, der besser zu dir passt. Genau. Komm, wir fahren mal rein, weil ich merke gerade, 0 Grad sind halt doch 0 Grad, ne? Also der macht Geräusche. Der macht dieses Avas-Geräusch, genau, der macht beim Fahren. Avas-Geräusch? So nennen wir das intern. Ja. Avas? Avas, ja. Cool. Okay, also von der Thematik, um mich abzuholen oder um euch abzuholen. Ich fand das Auto einfach nur geil und schick. Hau mal ein paar Daten raus, weil ich weiß nicht, wie viel Leistung er hat. Der hat 136 PS, ist ein Synchronmotor, also ein Elektroauto mit 50 Kilowattstunden Batterie. Das heißt, eine Reichweite von? Offiziell WLTP sind 324. Was? Ja. So, und so viel wie der Taycan. Ich meine, das ist immer ein super schwieriges Thema. Ja, schon aber, klar, beim Taycan auch. Ja,
Du wirst auch merken, die Wettereinflüsse, also je kälter es ist, das hat einen viel größeren Einfluss natürlich als bei einem Verbrenner. Aber das ist wirklich für, ich sag jetzt mal, 90% der Kunden wirklich ausreichend, um jeden Tag auf die Arbeit zu kommen, einkaufen, Schwiegereltern besuchen. Der Grund, warum ich das Auto auch cool fand, ist, weil jetzt, man muss es ja erfahren, um wirklich die große Fresse haben zu können. Weil ich muss den Taycan im Vergleich setzen. Das war mein erstes Elektroauto und da ist man begeistert von der Motorleistung. Unabhängig, ob das Auto mit Bier oder mit Seife fahren würde, ist mir auch egal. Das Auto überzeugt aufgrund der Power. Ja. Aber du merkst, dass das Konzept schwierig ist teilweise für die Long Distance. Mhm. Und ich glaube, dass das Antriebskonzept E-Fahrzeug in der Größe und in der Klasse und als ein City-urbanes Spielfahrzeug mit einer Fahrdistanz von 50 Kilometern. Absolut. Da ist das Auto genau der Volltreffer, absolut, meiner Meinung nach. Ja. Und dann ist es tatsächlich komfortabler als ein reiner Verbrenner, weil wir werden dann immer gefragt, ja, und dann lade ich den und dann warte ich da eine halbe Stunde. Nein. Die Wahrheit ist ja... Ich habe gestern noch geladen. Die Wahrheit ist ja normalerweise, der typische Fall ist, du lädst zu Hause. Das heißt, du fährst zu Hause, machst den Stecker rein und lädst gar nicht mehr. Gehen wir von den Leuten aus, die nicht das eigene Heim haben. Ja. Okay? Ja. Gehen wir davon aus, dass es nicht das ist. Dann gibt es noch die Option Arbeitsplatz. Genau. Und dann gibt es noch die Option, wenn man in der Stadt ist. Dann sagen viele, ja, ich fahre aber nicht jeden Tag in die Stadt. Ja, aber du tankst ja auch nicht jeden Tag. Richtig. So, und da will ich einfach sensibilisieren. Ich bin kein ultimativer E-Verfechter, das bin ich nicht. Aber ein Auto fährt nicht 24 Stunden, ein Auto steht auch. Der Vorteil ist, wenn ich zum Beispiel in die Stadt fahre, okay, momentan unter Corona-Bedingungen macht es keinen Sinn, aber ich fahre in die Stadt und parke mein Auto. Hey, großer Vorteil, E-Autos haben fast immer Parkplätze frei. Ja. Und an den besten Parkplätzen. Das heißt, während das Auto steht, das heißt, du fährst gerade dann nicht, lädst du dein Fahrzeug. Und du zahlst auch in der Regel fast nichts für den Parkplatz. Ja. Das heißt, du tankst dein Auto, bist gerade, kaufst dir Unterhosen, Nobby. Ja, okay. Ja, als Beispiel. Ja, okay. Und währenddessen tankt dein Auto. Das heißt, du kommst zurück, es ist voller. Und dann gehen die Leute ja immer davon aus, das muss ja dann voll sein. Und vor allen Dingen gehen die auch immer davon aus, ja, der ist ja dann leer. Genau. Ich schiebe mein Auto auch nicht in die Tankstelle. Das heißt, was ich merke über jetzt ein Jahr Elektroauto fahren, du tankst auch manchmal von 40, weil es sich gerade anbietet, von 40 auf 60. Genau. Das Auto steht ja eh. Ja. Das ist auch nicht schädlich. Und das ist das, was ich geil finde. Und da, glaube ich, sind diese Autos vom Konzept her ultra geil. Das glaube ich auch. Also ich glaube, für so ein kleines Auto, ich meine, Außendienst ist jetzt vielleicht nicht optimal für ein Elektroauto, der viele Kilometer den ganzen Tag macht. Da muss man ganz klar sagen, nein. Ja. Und das ist halt auch das, was uns wichtig ist. Den Mokka gibt es ja in allen Varianten. Also wir haben Verbrenner, wir haben, das heißt, Benzin und Diesel und eben ein E-Auto, weil wir wirklich das ganze Spektrum abdecken wollen. Und das macht auch Sinn, glaube ich. Und es gibt genug Kunden, für die das optimal ist. Und die Unterhaltskosten von einem Elektroauto sind natürlich auch nochmal viel niedriger als von einem Verbrenner. Das fängt bei der Steuer an, das geht über die Energiekosten. Und auch fahren. Und auch fahren. Merke ich auch auf Dauer. Dann, ich war gestern den ganzen Tag unterwegs, elektrisch. Klar, man kann immer, die Leute lieben es ja, jemanden niederzumachen. Ja, aber wenn ich mit einem 3-Liter-Auto fahre, dann wäre es weniger. Ja, aber du hast kein 3-Liter-Auto. Punkt 1. Ja, sondern das sagt mir dann einer, der auch ein RS6 fährt. So, dann geht die Rechnung nicht auf. Ne? Und wenn du wirklich das ausrechnest, ist es billiger. Ja. Punkt. Ja, das ist einfach billiger. Ist auch so. Und klar, man muss es mögen und nicht mögen, so wie manche Diesel nicht mögen. Absolut. Finde ich auch vollkommen okay, wenn man Elektro nicht mag. Also ich will jetzt, es ist nicht meine Aufgabe, alle dazu zu bekehren, aber es macht auch Spaß. Auf jeden Fall. Es macht wirklich Spaß, vor allen Dingen auch in nichts gegen das Auto, aber das als Benziner wird weniger Spaß machen als als Elektro. Ja. Ne, vom Drehmoment und vom Fahren. Ja. Du hast halt hier diese 260 Newtonmeter, die liegen ja bei einer Umdrehung an praktisch. Mhm. Und dann fällt das ja relativ schnell ab über die Drehzahl, aber das heißt, die Leistung hast du auch die ganze Zeit. Die ist wie ein Plateau. Wie bei einem modernen Turbo, wo das Drehmoment wie ein Plateau ist, ist hier jetzt einfach die Leistung wie ein Plateau. Und das macht schon echt Spaß, da mitzufahren. Also gerade in der Stadt, dieses Drehmoment. Farbe ist mega gut. Ja. Was kostet der Wagen jetzt so? Ich habe jetzt nicht geguckt genau, aber der kostet vor Förderung, also es gibt ja noch eine Förderung, um die 9.500 Euro weniger. Ja. Ich würde mal sagen, so um die 40.000 Euro. Vor Förderung. Das heißt mit Punkte und Förderung. Und um die 30.000 Euro. Vielleicht sogar unter 30.000 Euro. Also jetzt so wie du, Nias, ich habe dir natürlich einen relativ gut ausgestatteten hingestellt, würde ich sagen um die 30. aber du kannst deutlich unter 30 sein, ganz klar, ja, auf jeden Fall. Und wenn du leasst, dann ist das sowieso nochmal eine ganz andere Story, ja, dann kann es auch nochmal günstiger sein. Ja. Das war auch noch, ich erinnere mich, wo ich drin saß, wo ich gefragt habe, und das ist die Türtafel, wirklich? Ne? Weil Türtafeln ist gerade so ein Thema bei uns in den Videos, ne? Das, ich weiß nicht, ob das schon gelaufen ist oder so, aber Hyundai macht einen guten Job, aber Türtafeltechnisch muss man echt sagen, manchmal, Digga, kein Bock mehr gehabt oder was? Ne? Weil das ist schon geil. Und ich habe mich damals halt gefragt, ob die Türtafel wirklich so kommt, ob das ein Testauto wäre. Aber die ist mit dem Alcantara und diesem neu gestylten Carbon-Look, das ist kein echtes Carbon, aber das sieht schon sehr geil aus. Wir haben uns Mühe gegeben, gell? Ja, ja.
Sehr sogar. Ach, und die Brille ist dabei, oder was? Die Brille gehört dazu. Ja, ist doch geil. Das ist einfach der Punkt. Auf den Kopf gefallen sind sie halt alle nicht mehr, ne? Das ist halt wirklich so. Das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Wie hast du denn das gemacht, 97%? Nein, nachdem ich beim Spieze ja schlechte Erfahrungen gemacht hatte mit Regen und so und euch nicht nochmal so schlecht, so dreckig hinstellen wollte, haben wir ihn tatsächlich herfahren lassen. Ehrlich? Ja. Oh. Für euch nur das Beste, ja? Ich lasse einfach die Leute selbst entscheiden. Ja, wir machen jetzt mal eine Runde Porn, dann fahren wir gleich eine Runde. Mhm. Weil ich will wirklich euch mal selbst entscheiden lassen, wie ihr die Auflösung und die Grafik und das Display und so alles findet. Wir werden hier dann noch viele kleine Sachen machen, wo ich einfach meine, hey, das ist vielleicht ein anderer Eindruck, den wir noch übermitteln. Ey, schwarzer Dachhimmel sehe ich gerade. Ne? Dann entscheidet ihr einfach mal. Ganz objektiv einfach mal gucken, weil meiner Meinung nach kann man an diesem Auto, in der Klasse, wo er ist, als E-Fahrzeug, vor allen Dingen in der Farbe, nichts aufsetzen. Los geht's. So, ich würde mal sagen, das war schon ganz gut. Mhm, du hast ihn ja gedreht. Genau. Schulnotensystem. Ja. 1 gut, 6 schlecht. Innenraumnote. Wenn du 6 sagst, ist das okay. Außen und innen? Der ist klein, den schmier ich noch um. Nicht unterschätzen, ne? Von 1 bis 6 außen und innen. Innen, einzeln. Ja, ja, also außen erstmal. Ja. Außen würde ich eine 2 plus geben. Ja, innen. Ehrlich. Im Vergleich oder einfach nur, ganz objektiv und Innenraum würde ich bewerten mit, zum Außenkleid würde ich sagen auch eine 2 plus, also ja, das ist stimmig. Von besser würde ich auch nicht machen, ich würde auch sagen, es ist eine 2 plus, ja. Würde ich wirklich sagen. Wir haben gerade mal gequatscht, wo du gedreht hast, Motor. Was hast du gesagt, das ist ein Synchronmotor. Was heißt das genau? Es gibt 2 verschiedene Motoren, die im Moment so bei den Elektroantrieben gebraucht werden. Ich glaube, der Taycan hat beides, Asynchron- und Synchronmotoren. Also der hat jetzt Porsche wieder, ne? Porsche, die machen. Vielleicht liege ich auch falsch, aber ich glaube, das ist so. Und hier haben wir halt einen Synchronmotor drin, weil der sehr kompakt ist, sehr leicht ist. Sehr Mach mal Haube auf eben. Mach mal Haube auf. Der dreht halt sehr gut, der hat eine sehr gute Leistungsentfaltung, also sehr viel Drehmoment ganz am Anfang. Und die anderen nicht? Nicht unbedingt im selben Maße. Also die haben beide Vor- und Nachteile. Hoch! Also so kompakt sieht das gar nicht aus. Ja, das ist der Charger jetzt hier, der oben drauf ist. Der Motor ist eigentlich das. Ach so, Entschuldigung. Genau, okay. Der Motor ist eigentlich das, was da drunter ist. Ne? Und dann genau, und das machen die Elektrohersteller auch von woanders im Auto. Genau. Und hier ist es halt als ein Ding. Genau, okay. Weil wir halt auf der Plattform das ja so machen. Normalerweise wäre ja hier der Verbrennungsmotor. Der Mokka E ist ja genauso aufgebaut wie eben der normale Mokka mit Verbrennungsmotor. Und deswegen haben wir halt das Packaging so gemacht, ja. Dass du an dieselbe Stelle alles, um ihn zu betreiben, einfach dahin machst und genau. Man könnte ihn vielleicht umbauen auf Benziner. Rein theoretisch, ja. Man könnte auch rein theoretisch nochmal einen zweiten Motor hinten einbauen. Das wäre sowas, was ich jetzt sehr interessant fände. Ja, ganz klar, kannst du alles machen. Die Hinterachse ist ja nicht angetrieben im Moment. Theoretisch könntest du ja eine ganz verrückte Idee machen und einen Motor hinten haben, der die Hinterachse antreibt. Theoretisch. Just saying, no front. Wäre möglich, genau. Wäre möglich, okay. Aber der dreht jetzt wie viel? Also ich habe mir sagen lassen, der dreht nur in Anführungsstrichen so um die 14.000 Umdrehungen. Das wäre dann bei 150 ist er abgeregelt und die Motoren können ja deutlich mehr, rein theoretisch. Mhm. Die sind dann halt nicht mehr so effizient wie davor, aber rein theoretisch könnte so ein Auto schneller fahren. Würde man denken, im Kopf, theoretisch könnte er schneller fahren. Genau. Wenn du auch hochrechnest, bei 21.000 Umdrehungen, 150, 95, würde er 220 km/h ungefähr fahren. Ja. Könnte sein. Also nagel mich jetzt nicht auf die 14.000 fest, aber es ist halt noch deutlich Potenzial bei der Drehzahl theoretisch vorhanden. Aber eben dann auf Kosten von Effizienz. Ist ja ganz klar. 230 km/h sogar. 50, 60, ich hab nicht 220. Ja, okay. Okay, sehr interessant.
150 km/h ist er abgeriegelt. Genau. Also 100-200 messen kann dauern. Das könnte relativ lange dauern, da ist der Akku leer. Aber, schönes Detail, Haube, schwarzer Kit innen und außen, plus... Die werden ja auch gerne mal wegrationalisiert. Die Lifter? Ja. Cool. Ist ja so. Ja. Ich finde die süße Domstrebe hier süß. Das sind, die nennen wir intern Tie Rods. Und die sind sehr wichtig. Also wir haben die auch aus dem Corsa, der hat ja dieselbe Plattform. Und beim Corsa war es ursprünglich so, dass nicht alle Ausstattungslinien die Tie Rods hier hatten. Tie Rods. Tyrone. Da hängt Tyrone vorne drin. Genau. Tie Rods, okay. Und ein Journalist, ob das jetzt echt ist oder nicht, auf jeden Fall ist der von einem Auto ins andere umgestiegen und hat gesagt, er lenkt direkter. Und angeblich... Einer. Ein Journalist. Einer. Die anderen haben nicht gemerkt. Weil hat er auch... Ja. Weil er aber gut getrunken am Morgen. Da musst du auf jeden Fall erstmal PR fragen, was ist denn da technisch anders an den Autos? Weil niemand dachte, dass so ein Mini... Und dann war es das Tie-Rod. War es ein Ding, oder? Whoop. Und dann hab ich gedacht, jeder kriegt die bei mir. Bei Mokka kriegt einfach jeder die Tie-Rod spendiert. Weil der eine Journalist... Ja, wenn der das sagt... Weißt du was auch wieder... Ich bin wie ein Journalist, ich hab Presseausweis. Pass auf, also, ja. 20 Zoll, lenkt besser ein. Dann holen wir die. Ticker! Erledigt! Nur noch 20 Zoll! Und ein bisschen breiter wahrscheinlich. Richtig. Lenkt besser ein. Auf jeden Fall. So geht das bei Opel. Ja, ich weiß. Man denkt das nicht, aber... Nein, aber man muss dir wirklich Danke sagen dafür, dass du so kämpfst, weil wir haben vorhin noch mal viel gequatscht über die Philosophien. Da kam auch der RS6 kurz zum Thema. Wie viel Mut doch manche Hersteller noch haben für diese Seitenteile und so. Und er gehört noch wirklich zu den Leuten, die dafür kämpfen, dass das Auto in vielen Details halt noch diese Verspieltheit und noch diese Car-Guy-Sachen hat. Ja. Weil viele Menschen in der Autoindustrie wollen diese Autos wegrationalisieren, weil da machen wir ja dann einen Gewinn von 3 Euro pro Auto jedes Mal. Ne? Was, okay, das ist ja auch der richtige Gedankengang. Wenn das Geld nicht da ist, muss das Geld ja kommen. Ist schon richtig. Aber es gibt auch noch Leute, die wirklich dafür kämpfen, dass das Auto diese Faszination und Emotionalität behält. Und mit diesem Wort steige ich mit dem Typen Hallo. Da ein. Seid ihr euch sicher, ja? Ja, und fahren. Nobby darf mit, ja, okay. Weiß nicht? Doch. Du sollst zu dritt fahren. Nein, ich weiß nicht, ob das... Nein, okay, wir steigen ein. Viel Spaß. Fahren wir. Haben wir, bis gleich. Okay, man muss nicht warm fahren. Oh, man kann da weiter runter. Muss man streng genommen wirklich nicht warm fahren? Also Akkus? Wenn es jetzt minus... Der gibt weniger Leistung ab. Der gibt weniger Leistung ab, wenn der nicht ganz warm ist. Also die Leistung ist nicht so gut. Okay, jetzt zeig mir hier Eco an, wo ich noch gut Elektro fahre. Siehst du das? Mhm. Und Rekuperation, wenn er rollt. Soll ich was sagen? Hm? Fällt dir auf. Neutraler Neuwagengeruch. Richtig, der riecht nicht wie die anderen Opel. Ja, generell Neuwagen. Teilweise wird der ja schlecht drin in so einem Moment. Das stimmt, aber ich finde manchmal, dass der Opel-Neuwagengeruch etwas zu süßig ist. Doch, aber das hatten wir auch mal. Corsa richtig. Auch. Genau. Stimmt. Geil, das macht schon mal Spaß. Wenn du jetzt blind in diesen Wagen gucken würdest, du machst die Tür auf, guckst blind hier rein, hier gibt es kein Logo, ne? Logo. Ja, Mann. Würdest du auf Opel kommen? Nein. Ein Element, das also es gibt, glaub, es gibt ein warum? Element. Das hier? Das ist diese typische amerikanische AC-Beschriftung hier, das Menü auch. Ja. Das würde ich auch in der Corvette oder so ähnlich lesen, diese Schriftart. Okay. Mhm. Das hier mit dem Chromring, das sagt mir ein bisschen Opel. Aber das Armaturenbrett, die Zahlen, ja. Das Radio, das Bedienfeld, die Spange im Lenkrad hier, klar, die volles Rohr. Das ganze Lenkrad schreit Opel. Mhm. Aber sonst würde ich es nicht erkennen. Und eine Sache ist da immer, das ist, finde ich, die Lenksäulenverkleidung. Die sehe ich nicht als Fahrer. Nee, als Fahrer nicht, aber wenn die Tür aufmachst und reinguckst. Ja, das stimmt. Ich gebe jetzt mal Gas, ja? Ja. Ja, ist soft. Ich habe Sportmode, Normal und Eco. Oh, bei Eco kassiert. Oh, da macht er aber Leistung weg. Kassiert er. Das ist nicht langsam. Nein. Ist Stadt auch, also genau. Stadtflitzer. Es brummt halt nichts, ne? Und es ist halt keine übermäßige Leistung. Deswegen sitzt man so drin. Aber wenn du auf die Zahlen guckst, dann denkst du dir, okay, so schnell ist der Polo vor mir auf jeden Fall nicht. Mhm. Was tippst du 0-100? 136 PS, ne? Warte, nichts sagen. Ich kann das echt schlecht schätzen. Ich kenne mich nie aus in der Leistung. Ich sag, es ist eine 12 oder 13. Ich hätte jetzt gesagt 11. Ich bleib bei 12,2. Was sagst du? 11. Okay. 11,5. Finden wir geil raus. Ja. Nee, aber ich möchte halt diese Autos auch umbauen und auch testen. Deswegen macht es für mich am meisten Sinn, wenn Opel damit ins Bett springt und sagt, ja, pass auf,
wir geben so ein Ding, bau um, wir gucken uns das Ganze mal an. Finde ich das geil. Ihr seht ein anderes Auto mal. Ich habe tierisch Spaß an der ganzen Geschichte. Kostet mich auch ein bisschen Geld. Ne? Umbauen, Felgen fallen nicht vom Himmel, vor allem nicht in den Lochkreis. Vom Felgenbaum. Vom Felgenbaum. Aber ich glaube, man kann hier sehr, sehr viel mit ein bisschen Soft-Tuning, wie so ein bisschen Folie machen. Mhm. Ne? Folie, Fahrwerk, Felgen, 3F. Die heiligen 3Fs. Die heiligen 3Fs. Aber ich glaube, mit Folie muss man schon sparsam und vorsichtig sein, weil der generell von außen schon fancy ist, ne? Fancy ist und nicht gerade unauffällig mit dem Schwarz, das stimmt. Dach und Haube. Und man fährt für so einen kurzen Radstand relativ smooth. Wie geht das? Das ist doch nicht die Bestandsaufnahme, sondern das ist erstmal nur ein Kennenlernen. Mhm. Eine kurze Probefahrt und wir wollen gucken, was er mit 100 macht. Ich bin ready. Ah, scheiße, das wird schneller. Ja, deutlich schneller, glaube ich, jetzt. Oh! 9,7 und 10 Sekunden. Und das meine ich. Das fühlt sich ja nie im Leben an wie 9,7. Bei meinen 11,5 war ich schon ein bisschen kritisch. Ja. Ne? Aber dadurch, dass es gar kein Klang ist, hast du halt das Gefühl so, ja, das könnte schon lange dauern. Das, ne? Das täuscht ein bisschen dann. Das täuscht dann halt, ne? Weil das ist nicht so langsam. Hast du da gesehen, hier, das sieht aus wie so Niki-Stoff, ne? Niki-Stoff? Ja, der Stoff von dem Dachhimmel sieht so aus wie so ein T-Shirt. So wie so ein Hoodie. Ach ja. So befloppt, das sieht aus wie Stoff. Na gut, auf jeden Fall mit diesem super interessanten Thema, dass der Dachhimmel aus einem Hoodie gemacht ist, verabschieden wir uns. Sag tschüss, Novi. Tschüss. Tschüss.